Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Mini Tower Defense Plus, wohlgemerkt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum da Plus steht, aber ich finde es ziemlich fancy, dass meine Stimme wieder einigermaßen klarkommt. Haben wir schon Geld für Upgrades? Und warum sieht dieses Upgrade-Menü genauso aus wie bei Learn to Fly? Okay, ich will auf jeden Fall Initial Money. Was, das kostet schon 5 Punkte? Ach, goddammit, ich das vorher gewusst hätte. Na egal. Hätte vielleicht mal auf die Infos gucken sollen unten. Bedauerlich. So, Mission Select. Mission 1, please. Okay, so ganz perfekt ist meine Stimme immer noch nicht. How to build towers. Welcome to Mini Tower Defense. Click on the first button to select the basic tower. I can do that. Click on an... Ja, Gott. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es hier irgendwas Elementares gibt, was ich eventuell vergessen habe und durch das Tutorial gesagt bekomme, weil eigentlich kenne ich das Spiel. Ja, eigentlich will ich den Namen auch lieber hier haben. Ja, Sender. Thank you. Ich glaube, das Tutorial kann ich mir total sparen. Konnte ich nicht irgendwo die Geschwindigkeit hochstellen? Hier. Sehr schön. Was macht das Ding? Fast Tower? Tower that makes low damage but has much better fire rate. Meh. Ja. Übrigens mal eine kleine, naja, Diskussionsrunde würde ich es nicht nennen. Eher eine kleine Seiteninformation. Es gibt ja gerade bei den ganzen Defense-Games oder auch sonst, wo das Wort Defense auftaucht im Internet, immer sehr häufig zwei Schreibweisen, nämlich einmal mit S und einmal mit C. Und da fragt man sich immer so, okay, was ist denn jetzt was? Gibt es da einen Unterschied? Ist eins davon falsch oder sind beide richtig oder... Warum überhaupt? Und die einfache Lösung ist einfach, das eine ist britisches Englisch, das andere ist amerikanisches Englisch. Also jetzt muss ich kurz überlegen, mit C ist, meine ich, britisches Englisch und mit S ist amerikanisches Englisch. Ja, genau so sollte es sein. Wie das weiß, das ganze Level? Wollt ihr mich verarschen? Bitch, place. Tower prices. So, Level 2. Hip, hip, hooray. Ob es clever war, Waves gleichzeitig zu senden? Ich bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich nicht, weil diese kleinen Ficker halten ganz schön viel aus. Verdammte Scheiße. Wo habe ich denn... Habe ich irgendwo ein Menü? Oder so? Ja, Restart. Danke. Ich habe mich gleich zu Anfang mal ein bisschen übernommen. Toll. Ach genau, hier gab es glaube ich später noch irgendwie extra Money, wenn man... Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Ah genau, es gab hier extra Stuff fürs Expert-Rating. Und man bekam halt extra Punkte, je früher man die Waves ruft und... Irgendwann war man, glaube ich, auf dem Punkt, dass man so alle Waves gleichzeitig rufen musste. Oder zumindest konnte. Ja, das waren jetzt gerade mal 1100, das 1200. Ich glaube, auf die 1700 komme ich da nicht mehr. Nee, das kann ich voll vergessen. Aber okay, immerhin 14 Upgrade Points bekommen. Money per Kill finde ich interessant. Tower Damage finde ich auch interessant. Slowing Mastery ist natürlich... Ich finde halt das Upgrade-System hier ganz cool, dass man... dass man hier wirklich Slow nicht als Tower in dem Sinne hat. Also natürlich auch schon, aber dass man halt nicht jedes Mal neu die Türme komplett upgraden muss,
in jedem Level, sondern wirklich auch gewisse passive Boni eben über dieses Upgrade-Menü lösen kann. Und es gibt halt so 3 Milliarden Achievements, die aber irgendwie keinen interessieren. Wofür habe ich das? You've destroyed over 50 tanks. You're not a novice anymore. Ja, super. Da freue ich mich aber. Play the game for at least 1 minute. You're starting to like it, aren't you? Was heißt starting? Ich finde es jetzt schon fantastisch. Also auch schon vorher, bevor ich dieses Video aufgenommen habe. Moment, kommen die von unten oder kommen die von oben? Ich bin verwirrt. Okay, sie kommen von unten, dachte ich mir irgendwie. Ich kann diese Türme übrigens natürlich auch noch upgraden. Ich weiß gar nicht wie oft. Ein paar Mal auf jeden Fall. Sehe ich denn eigentlich den Preis dafür? Das würde ich mal ganz gerne wissen. Ich bin gerade noch so ein bisschen verstrahlt, was das Ganze hier angeht. Ah, das ist hier das plus 142, ja. Ah. Okay, auch da kommen wir nicht an die Expert-Score ran. Müssen wir, glaube ich, einfach noch ein bisschen mehr verspielen. Übrigens schon großer Unterschied von diesem Tower Defense zu den anderen Tower Defense Games, die ich bislang hier diesen Monat dabei hatte. Die Runden sind deutlich, deutlich kürzer. Also natürlich werden die natürlich gegen Ende auch länger. Keine Frage. Holy shit, halten die viel aus. Finde ich mal nicht so richtig geil. Super Tower für 1400, ist klar. Freeze Tower, na, ist alles viel zu teuer. Ist alles viel zu teuer. Entschuldigung. Aber wir kriegen immerhin schon eine ganze Menge Upgrade Points. The Freeze Tower will be 10% more effective. Ja, aber im Moment kann ich mir noch gar keinen Freeze Tower leisten. Deswegen machen wir erstmal Money per Kill mehr und die Tower-Preise auch ein bisschen günstiger. You and you. And start now. Ja, verdammt, das Gefährliche bei diesen Tower Defense Games ist, wenn ich einmal damit anfange, ich sie einfach immer schon wieder komplett durchspielen. Ich glaube, das war irgendwie nicht so geil. Was ich hier fabriziert habe. Sei denn, ich kriege hier noch ein bisschen Geld. Ah, nee, das war kacke. Okay, lesson learned. Wir fangen dann doch einfach mit 4 billigen Towern an. Haut einfach mehr rein. Ja, die halten aber auch massiv viel aus, die Dinger. Schon ein bisschen bitter. Hauptsache erstmal 3 Milliarden Türme bauen, anstatt einen abzugraden. Ungefähr dem gleichen Schadenswert entspricht.
glaube, da war ich mit dem nächsten Wave-Rufen ein bisschen zu fix, aber gucken wir mal, vielleicht geht's ja trotzdem gut. Sieht im Moment weniger schäbig aus, als ich befürchtet hatte. Ah ja, das läuft. Das läuft. Vielleicht macht's auch fast Sinn, von Anfang an einen Tower abzugraden. Wäre natürlich auch mal eine Überlegung wert. Ah, Tower Damage hoch, sehr schön. Hier habe ich fast gar keine... Upgrade. Was kosten die? Die kosten... Hä? Habe ich die Tower-Kosten nicht gesenkt? Der kostet ja noch immer 90. Was soll denn das? Ich finde es auch schön, dass die Tower einfach komplett alle eine Tastenbelegung haben. Falls man lieber viel mit der Tastatur und wenig mit der Maus machen möchte. Nicht so richtig geil, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Restart. Gefällt mir nicht. Hier hin, hier hin. Und ab dafür. Funktioniert nicht so richtig geil, muss ich sagen. Funktioniert eher so gar nicht geil. Quit the menu, danke. Wir gehen nochmal in Mission 1 und gucken mal, ob wir die Profi-Score da inzwischen kriegen können. Gucken, ob das hier so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das sieht doch gut aus. Profi-Score locker mitgenommen. Yay! Damit kriege ich nämlich auch noch mehr Upgrade-Punkte. Das probieren wir jetzt in Mission 2 auch nochmal. Du und du und du. Könnte knapp werden. Ah, das funktioniert. Sehr schön. Jawohl. So, wie viele Upgrade-Punkte habe ich denn jetzt überhaupt? Wo? Ach da, 74. Das ist doch mal was. Damit lässt sich doch arbeiten. Mehr Initial Money, bitte. Bomb Radius juckt mich gerade nicht so richtig. Tower Damage. Wow. Das war ordentlich. So, dann gucken wir doch nochmal, ob wir Mission 3 auch nochmal Expert machen können. Play. Jetzt kann ich mir direkt schon den Multifier am Anfang leisten. Ich direkt mal wüsste, wie viel Schaden der macht. Shoots in 8 directions, great for corners, upgrade for much better rate. Hilft mir, glaube ich, bei dem, was ich gerade vorhabe, noch nicht so richtig weiter. Da hätte ich vielleicht doch erstmal restart. 1, 2, 3, 4. Nur 2 Waves rufen sollen. Das war knapp nur 11 Punkte über der Expert Score, aber es funktioniert. Kriegen wir auch noch ein paar Punkte für. Dann nehmen wir die Tower Prices auch mal wieder runter. Ja, soll jetzt schon mal reichen. Das war Mini Tower Defense. Link findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Ich werde das jetzt, glaube ich, noch ein bisschen suchten. Vielen Dank fürs Zugucken auf jeden Fall bis hierher. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.